In der Sydner Bruthitze brennen die heimischen Fans aufs neue Romand-Derby. Das Heimteam beginnt dann auch mit Vollgas. Payetim Kasami mit dem ersten Abschluss nach wenigen Sekunden. Und Sion will weiterhin demonstrieren, wer die Nummer 1 der französischen Schweiz ist. Quentin Maceiras, schöner Seitenwechsel. Doch Carlitos zieht seinen Schuss von Laurent Walthert entschärft. 6 Minuten sind gespielt. Dann Freistoß für Sion, eine der Stärken des Teams. Carlitos knapp übers Tor. Sion hat mehr vom Spiel. Trainer Maurizio Jacobacci wirkt allerdings trotzdem unzufrieden. Die kleine Showanlage von Kasami hilft auch nicht. Hübsch anzusehen, aber nicht erfolgsbringend. Von Xamax offensiv noch überhaupt nichts zu sehen. Bis zu diesem Corner. Dudan kriegt den Ball nicht an Fickenschen vorbei. Und ein Elfmeter war es auch nicht. Doch Sion bleibt spielbestimmend. Der Schuss von Bastian Thoma harmlos, doch Walthert lässt abprallen. Kasami fackelt nicht lange. Das längst verdiente 1:0 für die Walliser. Ein schöner Schlenzer von Kasami. Und Sion powert weiter. Cemaili lässt Neitzkes Pass durch. Kasami profitiert und trifft zum 2:0. Ein Doppelpack innerhalb 3 Minuten für den ehemaligen Nationalspieler. Samax will reagieren, Nuzzolo. Doch Čiček verpasst knapp. 2:0 fürs Heimteam zur Pause. In der zweiten Halbzeit geht's weiter wie zuvor, mit Sion nämlich. Das 3:0 durch Anto Grgic. Klare Verhältnisse im Tourbillon. Samax steckt trotzdem nicht auf. Der eingewechselte Ramisi, gefährlich, doch Fickenscher kann parieren. Und auch aus stehenden Bällen ziehen die Gäste kein Kapital. Cemaili knapp drüber. Die Hitze macht sich auch in den Köpfen bemerkbar. Manche fangen schon fast an zu rauchen. Der folgende Freistoß, Grgic. Fast mit seinem nächsten Tor. Xamax versucht es weiterhin mit Nuzzolo. Fickenscher auf dem Posten. Der Castells Team vor der ersten Saisonniederlage. Denn heute will es einfach nicht klappen mit dem Tore schießen. Nuzzolo kommt nicht an Fickenscher vorbei. Der lenkt den Ball noch an den Pfosten. Und kurz darauf scheitert auch Duda am Sion-Torhüter. Sion gewinnt die Hitzeschlacht mit 3:0 und behält seine Vormachtstellung in der Romandie. Ja, es war wirklich brutal hart. Es war schwieriger zu rennen als normalerweise. Oder? Aber wirklich, heute haben wir 3:0 gewonnen. Hauptsache, wir haben die 3 Punkte da gelassen und wir wollen so weitermachen. Die zweite Halbzeit war besser von uns. Wir haben gezeigt, was wir können. Wir haben uns im Spiel festgehalten und probiert. Am Schluss haben wir nicht viel rausgeschaut. Wir haben 1-2 Chancen, die wir vielleicht machen könnten. Aber am Schluss war es nicht zwingend und Sion hat das clever abgespielt. Die Walliser sind damit in der Tabelle erste Verfolger der Young Boys.